Hey Leute, FreeStyleD am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder Star Wars Knights, ach, Knights of the Old Republic, bin ich benannt, Star Wars The Old Republic. ja, zum zweiten Let's Play, zur zweiten Let's Play Folge. Ich bin hier jetzt rausgeflogen, weil ich halt mich direkt nach dem Let's Play ausgeloggt habe. Deswegen, ich komme jetzt nicht mehr rein. Das war halt nur so eine Phase. Ja, also wir sind im Prinzip hier so ein paar Meter weiter nach vorne gerutscht. Ist aber nicht so schlimm. Und ja, also wir sind hier im stehen geblieben und ich würde sagen, starten wir gleich mit der ersten Quest. Die haben wir ja schon angenommen. Hier unten sehen wir immer, wo wir dann hin müssen. Ja, also hier dieses Tutorial-Ding, das skippe ich mal eben ganz kurz. Eben, damit uns das Fragezeichen unten nicht mehr so stört. So, weg. Okay. Und ich würde sagen, ja, ich nehme jetzt nicht mit der meisten FPS auf, aber naja. Also, ich würde mal sagen, hier sind noch ein paar Quests. Ich mache mir nicht immer im Let's Play die Nebenquests. Wenn ich jetzt sagen wir mal alle Le Nebenquests auslassen würde, dann würde ich kaum leveln. Deswegen muss ich die Nebenquests machen. Und ja, hier sind dann die ersten Nebenquests. Und ja, ich würde mal sagen, sprechen wir erst mit dem. Lol. Leck. Willkommen auf Hutta. Ihr seht ziemlich zäh aus, aber lasst mich euch einen guten Rat geben. Passt auf euch auf, lernt, wie man sich mit den Mächtigen gut stellt und verschwindet so schnell ihr könnt. Ich habe nicht vor, länger als nötig zu bleiben. Das ist auch weise so. Hoffen wir mal, dass ihr noch laufen könnt, wenn es Zeit ist zu gehen. Da draußen tobt gerade ein Bandenkrieg. Wenn ihr auf Hutta überleben wollt, müsst ihr die Regeln lernen. Ich kann euch Erfahrung mit den Huttenbanden bieten, euch helfen, euch einen Namen zu machen. Wenn ihr mir helft. Na, das klingt ja endlich mal interessant. Dies ist eine Stadt des Verbrechens. Ein gieriger und grausamer Hutte namens Nimro kontrolliert sie. Als würde es andere Hutten geben. Ich habe für Nimros Bande gearbeitet. Ein brutales, blutiges Leben. Darum bin ich weg. Aber jetzt ist mein kleiner Bruder in meine Fußstapfen getreten. Der Anführer von Nemros Straßenbande, Rex Gier, ist ein alter Kumpel von mir. Ich dachte, er könnte mir helfen, meinen Bruder herauszuschlagen, aber wegen der ganzen Kämpfe komme ich nicht an Rex ran. Zeig mir einfach die Richtung. Ich werde Ihnen den geschäftlichen Ausgang meines Blasters zeigen. Ich hoffe, ihr irrt euch nicht. Nemros Leute haben sich in Shiguna verschanzt, aber ihr müsst euch durch Fatras Schläger kämpfen, also seid vorsichtig. Okay. Das hätten wir dann schon mal getan. Sprechen wir noch kurz mit dem Droiden. Ich höre zu, fürs Erste. Das kann ich wohl tun. Okay. Also das hätten wir auch getan. Weil ich sag halt immer ja, weil ich halt die Quests annehmen möchte. Nutzt um Schnellreise freizuschalten. Das schalten wir mal eben frei. Okay. Dann gehen wir mal. Oh, hier müssen wir gar nicht raus. Vielleicht einmal rumgehen. Ja. Okay. Ah, hier, das müssen wir kurz entdecken, damit wir halt immer schnell hinreisen können. Ja. Okay, und wir haben, wie ihr hier schon oben seht, zwei ungelesene Nachrichten. Das ist unsere Ausrüstung. Die bekommen wir immer per Mail. Das ist eine bessere Ausrüstung, als wenn wir jetzt die tragen. Ja. Ich würde sagen, nehmen wir sie. Also hier haben wir halt so eine kleine Mail. Ich lese die jetzt nicht alle. Also falls wir Mails bekommen, lese ich mir die nicht immer durch, sonst würde das Let's Play immer zu lange gehen. Deswegen ja, nehmen wir mal die zwei Ausrüstungskoffer und dann bekommen wir noch so einen Titel zugesendet. Oh, so einen Titel zugesendet. Ja, den nehmen wir auch mal eben. So. Und dann gucken wir in unserem Inventar nach. Wählen den Titel aus. Okay. Und dann nehmen wir mal unsere
Ausrüstung, also unser Gear. Jetzt haben wir zwei Sets zur Auswahl sozusagen. Ich würde mal sagen, nehmen wir die Imperale. Oder ne, die habe ich. Ich weiß nicht. Eigentlich ist ja republikanisch die helle Seite, wir sind auf der dunklen Seite. Also die Republik ist ja eigentlich das, was wir nicht genommen haben. Aber trotzdem nehme ich das Ganze, weil ich das auf meinem Sith schon habe. Und ich das einfach nicht mehr sehen kann. Sorry Leute, aber ich kann es einfach nicht mehr sehen. Die eine imperiale Ausrüstung. Habe ich irgendwas vergessen? Repu, ah da. Okay. So, dann haben wir jetzt erstmal unser Gear. Ich kann ja mal auf den Charakter gucken. Und sieht so aus, als wenn wir alles hätten. Ja. Okay. Ja. Okay, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich glaube, wir müssen... Ich guck mal eben auf die Map. Das mache ich übrigens auch immer. Ich laufe so, dass die... Ich laufe mit der Map sozusagen. Also ich lasse die Map manchmal offen, damit ich halt noch erkennen kann, wo ich hinlaufen muss. Oh. Also ich komme mit den Attacken noch nicht ganz zurecht. Aber... Ja. Oh, shit. Das habe ich jetzt ganz... Alter, ich komme hier gar nicht mit zurecht mit den Attacken. Aber ist lustig. Bam. Okay. Okay. Ja, plündern. Das skippe ich wieder, das Tutorial. Ihr könnt es ja theoretisch sehen, indem ihr einfach auf Pausieren klickt, falls ihr es sehen wollt. Und ja, wir müssen jetzt hier mit diesem Typen hier sprechen, um die Quest halt zu machen, sozusagen. Das geschickt, euch Fatras Linien zu brechen und Nerven hierher zu kommen. Kenne ich euch? Mit dieser Einstellung werdet ihr meine Faust recht gut kennenlernen. Hey, immer mit der Ruhe. Ich will keinen Kampf. Wir haben schon genug Ärger mit Feiglingen und Verrätern in den eigenen Reihen. Auch ohne uns um Fremde zu kümmern, die hier reinplatzen. Dann passt einfach besser auf. Und jetzt sagt mir, gibt es einen Jungen namens Brell in eurer Bande? Was wollt ihr von ihm? Arbeitet ihr auch für Vater? Nemro und Fatra sind mir völlig egal. Ich arbeite für mich selbst und ihr bringt mir jetzt diesen Brelljungen. Tut mir leid, das kann ich nicht. Der Brelljunge ist ein Verräter. Als Fatras Schläger das Feuer auf uns eröffnet haben, bekam er Schiss und wollte die Seite wechseln. Nemros Leute werden eine Menge Fragen an ihn haben und ich kann ihn nicht gehen lassen. Wir können das auf die einfache oder auf die harte Tour machen. Hört zu, ich will keinen Ärger machen. Wie wäre es, wenn ich euch ein paar Credits gebe und ihr geht eures Weges? Erzählt Brells Bruder, dass ihr zu spät gekommen seid oder so. Ihr verdient mehr und der Feigling bekommt, was er verdient. Okay, wir sind auf der dunklen Seite, so sage ich das einfach mal. Hey, Credits sind Credits. Ich bin nicht wählerisch. Hörst du, Brell? Dein Retter wurde gekauft. Ich hoffe, du hast alles getan, was du im Leben tun wolltest. Denn wenn als wenn ich da nicht durchkomme. Ist, bist du erledigt. Nein, bitte, bitte! Hör auf rumzuheulen, Idiot. Hier, nehmt eure Credits und viel Glück mit dem großen Bruder. Okay. Ja. Steht was über Entscheidungen, dass man Entscheidungen treffen kann in dem Game, um dann halt auf die helle und gute Seite Punkte zu kriegen. Ja, müsste eigentlich verständlich sein. Ihr seht, gerade habe ich mich die Entscheidung für die dunkle Seite getroffen, weil ich halt auch auf die dunkle Seite halt gewählt habe. Ja, nehmen wir einfach mal an. Stufe 2, nice, okay. Wow. Dann gehen wir noch mal hier lang, weil hier ist auch noch irgendwie eine Quest. Weiß gar nicht. Hohe Ziele. Ah, hier müssen wir rein. Oh, okay. Kopfgeldjägerphase, ja, das kenne ich schon. Okay. Wow. Oh, was ist das? Okay. Ja,
Hey, wir müssen doch eigentlich hier nach oben. Und übrigens gibt es immer so Bonusaufgaben, die man mitten in der Quest kriegt. Aber das sind dann meistens, besiege so und so viel Gegner. Das sind dann meistens die Bonusaufgaben. Die werde ich manchmal machen, aber nicht immer. Kommt drauf an, ob ich gerade Bock habe, irgendwie Leute zu killen. Aber wieder eine Tutorial-Seite. Ja, schön. Okay, es gibt mir mal alles. Ich glaube, wir müssen hier lang. Nee, aber trotzdem kill ich den. Komm. Ich habe gerade einfach nur geklickt. Ich hoffe, ich krieg jetzt keinen WLAN-Lag. Weil manchmal passiert mir das komischerweise. Und ist der besser oder? Ich glaube, der ist genauso gut. Lol. Nehmen wir einfach mal mit. Wo müssen wir hin? Ich check das hier irgendwie nicht. Gibt's hier irgendwo eine Treppe, wenn wir vielleicht hier lang? Oh. Hier ist gehen. Ne, hier gehen wir wieder raus. Also hier lang. Lol. Hä? Wie check ich das nicht? Okay. Na gut. Soll ich jetzt machen? Ich latsche irgendwie nur so rum. Hä? Wir müssen aber hier rein, sonst können wir die Quest nicht abschließen. Leute, dann suche ich nochmal eben ein paar Minuten. Hä, da steht Suche nach Informationen über Weeks, oder? Ja. Ah, vielleicht ist hier so ein Ding. Vielleicht. Ah, da oben. Ja, das soll auch mal einer finden. Okay. Ja, Datenpfad. Nehmen wir das. Und ja, das skippen wir wieder, wie gewöhnlich. Ja, kämpfen und so weiter. Kennen wir. Oder ich. Wenn ihr es nicht kennt, könnt ihr, wie gesagt, das Video pausieren. Oder euch selbst das Spiel holen. Ach komm. Killen wir die einfach mal. Ja, ich komme wie gesagt noch nicht mit den Skills zurecht. Aber läuft schon einigermaßen. Okay. Sekunde. So. Ja, gehen wir mal eben die Quest ab. Wo ist der? Wo ist mein Bruder? Lügen einfach mal. Ich bin zu spät gekommen. Fatras Schläger hatten ihn bereits getötet. Ihr solltet mich besser nicht anlügen. Ihr seid reingekommen und wieder raus. Aber mein Bruder nicht. Wenn ich herausfinde, dass ihr seine Haut hättet retten können und es nicht getan habt. Wir sollten jetzt abrechnen. Bezahlen? Glaubt ihr wirklich, dass ich euch dafür bezahle, dass ihr meinen Bruder im Stich gelassen habt? Verschwindet einfach. Ich habe genug von euch Abschaum. Okay. Wir kriegen trotzdem eine Belohnung. Lol. Erhöht die List oder erhöht die Zielgenauigkeit. Nehmen wir Zielgenauigkeit. Kommt schon. Und dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal noch die Quests an und dann war's das. Oder nee. Oder doch. Ich kann ja... Mir fällt gerade ein, dass ich ja über 15 Minuten hochladen kann. Deswegen nehmen wir einfach mal kurz noch die an. Junge, oder? Habt ihr eine Minute Zeit fürs Geschäft? Ihr sucht jemanden, der einen Jaguna-Job übernimmt? Nein, aber ich könnte euch bei eurem helfen. Meine Partnerin Sinni und ich bilden Kopfgeldjäger aus. Wir
haben einen kleinen Bereich, in dem man neue Ausrüstung testen kann. Wollt ihr Brayden mal wirklich beeindrucken? Dann wird Sinny euch zeigen, was sie drauf hat. Melde dich bei Sinny oder Sinny oder so. Okay, machen wir gleich. Nehmen wir noch kurz die an. Verzeiht mir, Fremdling. Ich will mich nicht aufdrängen, aber ich glaube, genau ihr könnt mir helfen. Mein Mann, dieser Feigling, hat mir meinen Sohn weggenommen und ich brauche jemanden mit Verstand und Stärke, um ihn zurückzubringen. Wieso würde euer Mann euch euren Sohn wegnehmen? Weil er ein Feigling und gleichzeitig ein Narr ist. Mein Sohn hat eine Gabe. Versteht ihr mich? Die Gabe der Macht. Er kann auf Korriban zum Sith ausgebildet werden. Mein Mann wurde auf Korriban ausgebildet. Er hatte seine Chance auf Ruhm, ist aber gescheitert. Jetzt erledigt er Botengänge für einen schleimigen Hutten. Meinem Sohn wird es nicht so ergehen. Bitte, ihr müsst mir helfen. Was springt für mich raus? Ich bin nicht reich, aber für meinen Sohn gebe ich alles, was ich habe. In welcher Richtung wartet der Spaß? Gut. Ich wusste, ich würde irgendwann jemanden finden, der vernünftig ist. Er hat meinen Sohn zum Fährenhafen gebracht. Ein Kommoffizier, der mir einen Gefallen schuldete, hat sie gesehen. Vorsicht, mein Mann ergibt sich vielleicht nicht freiwillig. Okay, wir brauchen ja die Erfahrung, auch wenn wir Credits, auch wenn die Mission an sich bestimmt nicht so viel Credits gibt, wir brauchen einfach die EP. Ja. Also ich würde sagen, ich nehme gleich... Oh. Im Ernst, die reden einfach. Okay, also, dann gehe ich mal hier hin, eben um die Folge zu beenden. Ja, dann war es das für diese Folge. Ja, ich nehme jetzt im Anschluss noch eine auf, weil mir das Game oder die Story hier gerade so gut gefällt. Und ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Und ja, ciao.